I'm the normal one. Willkommen im Etihad Stadium, liebe Fans. Willkommen zu dieser Partie, die bei richtig gutem Wetter stattfinden wird. Schön, dass Sie sich für dieses Spiel entschieden haben. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und bei uns geht es heute um ein Spiel aus der Premier League. Manchester City gegen Liverpool. Schon ein Prestigeduell, Wolf. Auch wenn es auf dem Papier um nichts geht, wird das eine interessante Partie. Die Startaufstellung von Manchester City. Ederson heißt der Torhüter. Kyle Walker spielt mit Rafael Guerrero in der Abwehr. Lorenzo Pellegrini steht mit Kevin De Bruyne auf den zentralen Positionen. Und im Sturm ist Erling Haaland. Und hier haben wir die Aufstellung des FC Liverpool. Im Tor ist Alisson. Andrew Robertson spielt mit Trent Alexander-Arnold in der Abwehr. Und ganz vorne werden sie es heute mit einem Stürmer versuchen. Mal sehen, ob er sich gegen die Abwehr da vorne durchsetzen kann. Als Fan von Manchester City musste man viele Jahre ganz schön was aushalten. Denn von Erfolgen war man da weit entfernt. Ja, viele wissen das gar nicht mehr. Es ging sogar runter bis in die dritte Liga. Aber in den letzten Jahren gehört man natürlich endlich wieder zur absoluten Spitze. Die Reds haben Anstoß. City verliert den Ball. Haaland läuft an. Sie verwandeln diesen Elfer. Sie spielen steil, gefährlich. Der Steilpass auf Salah. Ausgleich, drin ist der Ball. Da durften sie sich nicht allzu lange über die Führung freuen. Sie haben den Ball. Eck in den Strafraum. Und den Ball hält der Torhüter fest. Ja, Mahrez. Schön zugemacht. Sie unterbinden diesen Angriff. Ecke kommt rein. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Robertson. Der Kopfball. Das ist der Schlusspfiff. Es bleibt im Etihad Stadium, also bei diesem Unentschieden.
Willkommen in einem der schönsten Fußballstadien der Welt. Willkommen in Anfield. Hier ist Liverpool. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden Sie durch dieses Spiel begleiten. Und es geht bei uns heute um ein Spiel in der Premier League. Liverpool gegen Nottingham Forest. Wir freuen uns auf diese Begegnung, Wolf. Das verspricht eine Menge Spannung. Hier ist die Aufstellung von Liverpool. Hier ist die Aufstellung. So gehen die Gäste heute in die Partie. Keylor Navas ist im Tor. Jonjo Chelvey steht mit Cheku Kouyaté im Zentrum. Und heute starten sie hier mit zwei Stürmern. Es wird darauf ankommen, dass sie die Laufwege gut abstimmen, sich nicht im Weg stehen. Number one, Alisson. Number 66, Trent Alexander-Arnold. Number 4, Virgil van Dijk. Thank you for attending Anfield. Enjoy the game. Damit geht der erste Spielabschnitt also los in Anfield. Na, super Pass. Flanke jetzt. Alexander Arnold. Luis Diaz. We've had a mobile phone handed in. If you've lost your mobile phone, can you please make your way to reception after the game? Thank you. Jetzt kommt die Flanke rein. Erstmal geklärt. Fabinho, Salama, den Ball hat er. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Balleroberung Liverpool. Da sind Mitspieler frei. Wichtig natürlich, dass sie da dazwischen gehen. Sotoka. Shelby. Da ist die Chance. Ja, wird geblockt. Klasse Angriff. Aber auch diese Abwehr müssen wir dann...
könnte die Führung werden. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Es bleibt in diesem Ligaspiel am Ende beim 0:0. Buschi, ein Ergebnis, das man als Zuschauer mögen kann, aber nicht mögen muss. Ja, ja, Tore wären schon schön gewesen. Beide Teams haben uns keins gegönnt. Ich sehe das ähnlich wie du, das war mager. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich hier in Anfield, wo wir heute beste Wetterbedingungen haben. Ihre Kommentatoren heißen natürlich auch heute wieder Wolffuß und Frank. Die UEFA Champions League läuft. Es kommt heute zu einem Duell in der Gruppenphase. Liverpool gegen Ajax Amsterdam. Die Gastgeber könnten am Ende der Partie raus sein aus diesem Wettbewerb. Und das wäre natürlich eine mega Enttäuschung. Das wollen sie, ist ja klar, verhindern. Noch ist alles drin, noch ist alles machbar. Des FC Liverpool. Im Tor ist Alisson. Ibrahima Konaté spielt mit Virgil van Dijk in der Abwehr. Und der einzige Stürmer ist zunächst mal Diogo Jota. Und da ist sie, die Startaufstellung von Ajax Amsterdam. Sie greifen zum konventionellen 4-3-3 mit Flügelspielern. Ja, Wolf, spannende Geschichte. Viel Betrieb im Sturm über Außen, du hast es angesprochen. Drei echte Stürmer sieht man auch nicht mehr ganz so oft. Abwarten. Ajax bringt immer wieder super Spieler hervor. Aber dann muss man sie halt doch gehen lassen. Ja, ist der Lauf der Dinge ist. Pass von Salah, aber abgefangen. Ecke kommt ins Zentrum. Ball ist erstmal wieder raus. Robertson. Die Flanke jetzt. Gibt Abstoß. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Ganz spannende Szene. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt.
Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Wir sehen die kurze Variante. Sie machen zu, ah, das war wichtig. Ja, mit viel Übersicht. Er macht das Tor und damit hat er heute einen Doppelpack. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Steven Berkowitz. Machen Sie gut, Steilpass. Oh, geht da noch was? Sie verkürzen. Nur noch eins, ist das denn zu fassen? Spannung pur. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Sie sind weiter und theoretisch ist alles drin, nach wie vor. Aber es droht das aus. Also das haben sie heute erstmal abgewendet, ja. Aber die richtige Zuversicht kann ich in den Gesichtern der Spieler noch nicht erkennen. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Willkommen im Amex Stadium, liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zu diesem heutigen Spiel. Am Mikrofon begrüßen Sie wie immer Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel aus der Premier League. Brighton and Hove Albion gegen Liverpool. Ein sehr interessantes Duell, gar keine Frage. Und ich bin sicher, das Spiel wird uns nicht enttäuschen. Brighton and Hove Albion hat sich für diese Aufstellung entschieden. Also wenn die auflaufen, dann weißt du, was du bekommst. Das wird ein intensives Spiel, Buschi. Ja, Wolf, weil sie natürlich immer wieder über das Pressing kommen, weil sie dem Gegner auf den Füßen stehen, weil sie ihm keine Luft zum Atmen geben. Hier ist die Aufstellung von Liverpool. Im Tor ist Alisson. Diogo Jota steht mit Mohamed Salah auf den Flügelpositionen. Und im Sturm werden wir bei ihm zu Beginn des Spiels nur einen Angreifer sehen. Thank you for attending today's game at the Amex Stadium. Enjoy the match. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Thiago, schöner Pass. Mohamed Salah. Salah trifft hier also als Erster. Auf den ist auch heute wieder Verlass. Ballverlust Salah.
Die Ecke kommt rein. Der Kopfball war richtig gefährlich. Nicht ungefähr, Steilpass. Jetzt kann sich hier eine Chance entwickeln. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Schöner Spielaufbau. Sie wollen natürlich jetzt den Ausgleich. Wollen hier wieder rein in diese Partie. Er zieht ab. Könnte der Ausgleich sein. Abgeblockt, weiter gefährlich. Ganz wichtig, da muss er hin. Oh, da ist er durch. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Liverpool macht das Tor. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Und sie verlieren Schlusspfiff in dieser Begegnung. Der Sieger ist heute Liverpool. Sie holen sich hier einen schönen Ligasieg. Auch in dieser Höhe vollkommen verdient. Sie waren die eindeutig bessere Mannschaft. Kurzer Blick auf die Statistiken. Die meisten Einsätze hat Salah, der auch die meisten Tore hat. Sowie die meisten Vorlagen. In der Premier League sind wir zwar auf Platz 2, aber haben 10 Punkte Rückstand auf die Sky Blues. Im Carabao Cup stehen wir im Viertelfinale gegen Chelsea. Und in der Champions League können wir das Achtelfinale fix machen, wenn wir gegen Napoli nicht verlieren. Bis zum nächsten Mal und tschüss.